Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The 30 Cent. Heute geht es um ein Tool, was alle Bildbauer von euch da draußen brauchen werden, weil das Tool ist richtig, richtig genial. Ihr kennt das selber, wenn ihr irgendwelche Waffen habt, dann wisst ihr natürlich erstmal nicht, ey, wie stark sind die? Soll ich da einen Modulzusatzslot reinpacken, also so einen Energieaktivator? Soll ich die Waffe überhaupt nutzen? Hier zum Beispiel beim Friedensstift, da habe ich mich das lange gefragt, ey, soll ich die Waffe überhaupt nutzen oder soll ich die nicht nutzen? Und dafür ist dieses Tool wirklich Gold wert. So sieht das Ganze aus. Ich werde euch den Link zu der Internetseite natürlich unten in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr dann selber hier mal hin und her und durchforsten und alles machen. Es gibt ganz viel hier zu sehen. Ihr könnt euch hier alles Mögliche angucken. Ihr könnt euch hier als Stats angucken von allen möglichen Waffen. Ihr könnt euch Stats angucken von allen Charakter, es gibt hier sogar eine Tierlist, welcher Charakter wie stark ist. Ihr könnt beim Charakter genau sehen, ey, die Skill-Crit-Rate hier bei Valby zum Beispiel 5%. Da habe ich euch im Valby-Bild ein bisschen was zu erzählt. Und das, was ich vor allen Dingen sehr spannend finde, sind einmal Weapon-Bilder und Descendant-Bilder, aber auch Builds, weil man sich hier auch Builds direkt anschauen kann. Das heißt, für alle, die selber vielleicht nicht so viel Ahnung vom Build bauen haben, können sich hier unterschiedliche Builds angucken. Und ich habe auch vor, in Zukunft mich hier zu registrieren und meine Builds hier auch mit reinzupacken, damit ihr die besser euch anschauen könnt, ohne ein Video zu pausieren zu müssen, sondern dann habt ihr hier meinen Build quasi mit Videolink und könnt den hier euch dann später angucken. Vielleicht habe ich zum Zeitpunkt, wo das Video schon rauskommt, den ein oder anderen Bild hier gebaut. Dann könnt ihr hier einfach nach mir suchen und habt hier meine Links. Aber was vielleicht für euch dann ganz spannend ist, ihr könnt hier Weapon-Bilder nehmen. Und das habe ich zum Beispiel eben auch gemacht. Und dann hier den Friedensstifter nehmen und dann mal ein bisschen bauen. Ey, was will ich auf dem Friedensstifter drauf haben? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Ihr seht sofort, wie sich die Stats ändern. Und könnt hier ein bisschen hin und her spielen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Der einzige Nachteil ist, dass das Ganze natürlich auf Englisch ist. Das heißt, wenn ihr später das von der Seite zu eurem Spiel das Ganze übertragen wollt, dann würde ich euch entweder raten, lasst euer Spiel auf Englisch anzeigen für den Moment, damit ihr wirklich einfach sagen könnt, ey, Fire Rate up und wo ist das? Aber was auch ganz easy ist, ihr könnt euch einfach das Bildchen angucken. Schuriken und dann das Bildchen und dann habt ihr das auch drin. Also ist gar nicht so schlimm, wenn ihr hier vielleicht das Englische nicht ganz versteht. Wenn ihr nach den Bildern geht, dann solltet ihr das eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Und dann könnt ihr hier verschiedene Sachen einfach mal reinpacken und dann seht ihr hier, wie sich DPS ändern, wie sich hier die Sachen ändern. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend. Er sagt euch auch direkt, wenn etwas nicht reingeht, ne, dann ist das so rot. Oder ja, wie viele Kosten das dann später sind. Wo sind die Kosten genau? Hier Kapazitätskosten 111. Da müsst ihr dann hier auch nochmal die Kosten richtig reinmachen. Finde ich ganz spannend. Könnt ihr selber mal ein bisschen drin rumforsten und ein bisschen drin rumprobieren. Ich werde das auf jeden Fall für die Zukunft, für meine Builds nutzen, um euch die Builds besser präsentieren zu können. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was ich auch cool finde, ist, dass man sich hier genau die Unterschiede zwischen der Ultimate-Variante und der normalen Variante anschauen kann. Das heißt, für alle Leute unter euch, die noch nicht wissen, ey, welchen Ultimate-Charakter soll ich nehmen, wie sind da die Unterschiede, oder auch für die Zukunft, wenn neue ultimative Charaktere rauskommen, könnt ihr euch einfach hier quasi auf zwei Screens das aufmachen und dann euch einfach die beiden Charakter nebeneinander legen. Ich habe das für Valby einfach mal gemacht. Hier links haben wir Ultimate Valby, hier rechts haben wir normale Valby. Und dann könnt ihr genau sehen, ey, was ist denn der Unterschied? Ultimate Valby hat 60 HP mehr auf Level 40, ein wenig mehr Schild, 140, MP bleibt gleich, 200 mehr Def. Und dann seht ihr beim Rest, der bleibt auch alles gleich. Und so könnt ihr das dann mit allen Charakteren hin und her machen und euch da anschauen, was da die verschiedenen Stats sind bei dem Ultimate Charakter und dem normalen Charakter. Aber auch natürlich bei Charakteren, die man vielleicht noch nicht hat, wo man schauen will, ey, wie kann ich mir den eventuell bauen? Und noch eine Sache, die ich unfassbar spannend finde, sind die Bosse. Ihr könnt euch hier nämlich alle Bosse angucken und dann dort auch genau die Stats anschauen mit einer kleinen Information. Und dann seht ihr jetzt zum Beispiel, der Frostwalker hat 42 Millionen Leben, 21 Millionen Schild, 188.000 Def und so weiter und so fort. Und das finde ich auch ganz spannend. Und man kann hier auch
quasi die Menge an Spielern hinzupacken und sieht dann, wie der Boss seine Stats ändert, wenn er denn Stats ändert. Frostwalker war natürlich ein schlechtes Beispiel mit der Menge an Teilnehmern, weil beim Frostwalker ja sowieso mal 4 Leute dabei sind. Aber hier zum Beispiel beim Vollstrecker, wenn ihr alleine gegen ihn spielt, dann hat er 928.000 und wenn ihr zu 4 seid, dann hat er 2,7 Millionen Leben. Ist auf jeden Fall sehr spannend, das mal zu sehen, wie sich da die ganzen Sachen zusammensetzen. Beim Sumpfläufer würde mich das gerade mal interessieren. Normalerweise hat er 19 Millionen, zu viert hat er 54 Millionen, okay. Der ist nämlich zu viert, habe ich auch immer das Gefühl, viel, viel schwieriger als alleine. Und da kann ich nur mal sagen, Leute, versucht die Bosse, wenn es geht, alleine zu machen. Ihr seht, die Bosse haben gerade mit 4 Leuten sehr, sehr, sehr viel mehr Leben. Gierschlund interessiert mich noch. 100 Millionen Leben und 48 Millionen Schild. Der Gierschlund ist auch sehr, sehr crazy. Ja, TFD-Tools werde ich euch unten markieren. Die Seite könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Auch für die Zukunft, wenn ihr wissen wollt, ey, wie viel Leben hat denn der neue Boss? Was hat der Boss überhaupt für neue Stats oder neue Charakter reinkommen? Und ihr direkt sehen wollt, ey, was hat der Charakter für Stats? Könnt ihr hier auf jeden Fall reinschauen. Das gleiche auch für die Komponenten, für die Reaktoren und. Echt sehr, sehr cool. Wollte ich euch auf jeden Fall einmal zeigen. Wenn ihr nichts zu The 30 Cent verpassen wollt, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, selber ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.